Ja, hier wieder beim Koali und bei Magic the Gathering 2015, Duels of the Planeswalker. Wir haben das Herz des Jä nicht das Herz des, sondern das Herz eines Jägers vor uns. Und wir spielen natürlich mit unserem Deck. Du überblickst die offene, silberblaue Weite unterhalb einer in den Himmel ragenden Turmspitze. Da fallen deine Augen auf einen Soldaten in voller Rüstung. Ohne zu zögern hetzt du auf die Gestalt zu. Plötzlich bricht das Pochen in deinem Schädel mit solch einer Intensität aus, als würden sich Feuerameisen durch dein Hirn bohren. Aha. Wer auch immer das geschrieben hat, weiß bestimmt, wie sich das anfühlt. Du versuchst es zu ignorieren, während du dich auf deine Beute stürzt, doch vergebens. Du stürzt auf der glatten Oberfläche des Untergrunds zusammen. Du schließt deine Augen und siehst Bilder von einem vor deinem inneren Auge aufblitzen. Das dunkle Antlitz des Engels, der dich gefangen hat. Lianas listiges Lächeln. Du schaust hoch und über dir steht der Mann in Rüstung. Seine Augen leuchten rot. Noch mehr Tricks, knurrst du. Girrt Hirnschindo. Okay, schauen wir mal. Wir haben zwei Mana. Nee, ich mag die Sand nicht. Aber es wird noch schlimmer. Müssen nochmal ziehen. Ja, komm, die behalten wir jetzt, aber ist auch nicht so geil. Es wird nur schlimmer. Jetzt ziehen wir noch die Mana nach. Gegner spielt rot. Das bedeutet meist nichts Gutes. Noch schon drei Mana beim Gegner und nichts. Ach, da kommt jetzt was. Adarmo, der Erste, begehrend. Legendäre Geistkreatur. Stärke und Widerstand zum dem Typen sind gleich der Anzahl an Karten auf der Hand des Gegners, der die meisten Karten auf der Hand hat. Okay. Das ist fies. Dann müssen wir direkt mal ganz schön viel rausspielen, damit der schwächer wird. Na, kommt damit zum Fünfer. Wir blocken das, weil Trampel hat er ja nicht. Was kommt denn da? Das Becken des Mythos. Zu Beginn des Ziehsegments jedes Spielers zieht dieser Spieler zwei zusätzliche Karten. Ja. Spielen die Blutfluss-Experten. Aber es ist schon ein sehr merkwürdiges Deck, was da kommt. Und der Gegner zieht jetzt viele Karten. Und jetzt der 6-6er. Wollen wir den blocken? Ja, wir müssen den blocken, weil richtig geil ist das nicht. Mal wieder ein Goblin Brandstifter. 9-9 jetzt der Gegner. So. Puh, jetzt fehlt wieder ein Mana.
mal jetzt groß was zu machen. Ich spiele den Bergsturzelementar und Kränkos-Befehl. Haben jetzt zumindest mal ein bisschen Verteidigung hier liegen. Falls dein Gegner in diesem Zug drei oder mehr Karten gezogen hast, kannst du einen bezahlen, statt die Mana-Kosten zu bezahlen. Fügt einem Spieler deiner Wahl so viele Schadenspunkte zu, wie dieser auf Karten auf seiner Hand hat. Also 6 Schadenspunkte. Autsch. Fügt einem Spieler deiner Wahl so viele Schadenspunkte zu, wie du einer. Aua. Fügt einer Kreatur deiner Wahl 2 Schadenspunkte zu. Falls diese Kreatur in diesem Zug sterben würde, schickst du ihn ins Exil. Ouch. Weg mit dem Bergsturzelementar. Magma. Fügt einer Kreatur deiner Wahl 2 Schadenspunkte zu. Schicke sie ins Exil. Und nochmal. Jo, nochmal fügt eine Kreatur oder einem Spieler 3 Kreaturen weggebrutzelt. Und dann kriegen wir jetzt auch noch 6 Schadenspunkte durch dieses komische Vieh, weil wir es nicht mehr blocken können. Ja, das wird nichts, Leute, das wird nichts. Das wird nichts. So. Was können wir denn da noch machen? Wir spielen den Goblin Brandstifter. Wir spielen hier unseren Schwarm, wenn wir mindestens 2 Blocker draußen haben. Nicht, dass es jetzt groß was bringen würde, weil er hat wahrscheinlich wieder so einen Brutzelzauber, der uns jetzt die letzten 2 auch noch wegbrutzelt. Ja, man zieht halt auch immer gut nach, ne? Ja, da ist der sengende Speer und wir sind tot. Yeah. Wir spielen direkt nochmal. Aber das wird eine harte Nuss, das sage ich euch. Das Deck ist eigenartig. 3 Karten anziehen. 3 Mana. Behalten wir mal. Wir dürfen anfangen. Ja, wir machen nicht schnell genug Druck beim Gegner. Das ist so eine Sache. So, wir haben hier grün und schwarz. Spielen wir doch direkt mal Kränkos Befehl, damit wir direkt mal 2 Kreaturen raus haben. Wir müssen früh Druck aufbauen, glaube ich. Einmal in diese komische Schiene, die der da fährt, verfallen und schon haben wir da groß verloren, glaube ich. So, Kampf und 2 Schadenspunkte schon mal für den Gegner. Das Problem ist, dass der auch nicht wirklich mit Kreaturen arbeitet. Das ist natürlich bei unserem Deck nicht so geil. Ich glaube, da könnten wir jetzt noch eine ganze Zeit dran sitzen, um das Ding zu besiegen. Ich meine mich auch erinnern zu können, als ich das erste Mal mit Garrocks Deck durchgespielt habe, dass ich hier ewig an diesen Gegner dran gesessen habe. Bis ich den mal besiegt hatte. Und dann noch, glaube ich, nur durch Zufall. So, weiter. Mit allem angreifen. Noch sieht es ja halbwegs vernünftig aus, aber da kommt auch schon was, siehst du mal. Das Magna, ja genau, Kreatur weg. Jetzt fängt es nämlich schon an. Nur mit dem ganzen Brutzelei. Das vierte Mana. Aber wir haben ein bisschen, also wir haben halbwegs Glück, weil der Gegner nicht vernünftig
Zeug spielt momentan. Und einen Goblin Brandstifter. Je weniger Karten wir auf der Hand haben gegen dieses Deck, desto besser, glaube ich. So, und jetzt müssen wir uns eigentlich wieder was wegbrutzeln, weil jetzt kommen wir wieder zu 4 vorbei. Komm, bitte zieh nur Scheiße. Das ist unsere einzige Möglichkeit, den Gegner zu besiegen, weil er schlecht zieht. Ja, da kommt das Becken des Mythos. Das mögen wir ja gar nicht, diese Karte. Wir haben keine Artefaktzerstörer oder sonst irgendwas in unserem Deck. So, jetzt 2 Karten extra. Yippie-yay-yay. Den spielen wir. Den spielen wir, Leute. Weiter. Mit allen angreifen. Einen kann er wegbrutzeln. 2 Schadenspunkte. Wen willst du denn wegbrutzeln? Stopp. Nee, nee, nee. So machen wir das nicht. Vier Lebenspunkte noch. Das, wenn wir ganz viel Glück haben, geht das aus. Geht es aus. So 3 Schadenspunkte gegen eine Kreatur, dann Spieler. Gegen den, stopp. Auf dem Spieler. So, noch tötet ihn das nicht. Da musst du schon mehr drauf schießen, Junge. Da kommt noch was. Da kommt hier der Adamo wieder. Okay. Der ist momentan noch nicht so krass, aber gleich in unserem Zug ist er. Natürlich ein guter Blocker. Aber der Gegner scheint keine Feuerkraft mehr zu haben, groß. Und sehr gut, wir haben Übernehmen-Karte gezogen. Ja, damit. Ja, ich glaube, das könnten wir gewinnen. So. Fügt einem Spieler Schaden zu. Ja, okay, darfst du machen. Da haben wir noch genug Lebenspunkte. Das legen wir unter die Bibliothek. So, jetzt haben wir diesen Adamo. Und. Ja, jetzt haben wir gewonnen. Aber wir hatten echt nur Schwein, dass er anscheinend nur Crap gezogen hat, ne? Na, guckt er noch was? Da kann nichts mehr kommen, er hat nämlich kein Mana mehr. Puh! Das war ein hartes Match. Und wie gesagt, ich meine nur mit Glück gewonnen. Aber gut, Glück gehört auch dazu. Bis zum nächsten Mal, dann sehen wir uns wieder. Euer Koali.